Unsere Bundeskanzlerin meint, der Islam gehört zu Deutschland, ganz zweifellos. Der Bundesinnenminister meint, der Islam gehört zu Deutschland, zweifellos nicht. Wenn man auf der ganz sicheren Seite will, wenn man nicht als islamophob oder latent rechtsextrem beschimpft werden will, dann tut man gut daran, den Satz, der Islam gehört zu Deutschland, zu teilen. Da ist man sozusagen auf der sicheren Seite. Aber ist der Satz deshalb richtig? Da sind Zweifel angebracht und die Zweifel muss man auch laut äußern dürfen, ohne dass man sofort in eine rassistische, ausländerfeindliche Ecke gestellt wird. Es geht zunächst um das Wort gehört. Was gehört zur nationalen Identität unseres Landes? Gehört der Islam wirklich dazu? Man kann diese Frage historisch, geschichtlich beantworten oder kulturhistorisch. Fakt ist, Deutschland hat nie in keiner einzigen Epoche zum islamischen Kulturkreis gehört. Wir haben eine christlich-jüdische kulturelle Tradition und Prägung, keine islamische. Und was ist mit dem kleinen Wörtchen der Islam gemeint? Ist wirklich der Islam in seiner Gesamtheit gemeint? Denn sprachlich bedeutet das Wort der, dass der Islam in all seinen Ausprägungen gemeint ist. Soll das auch für den Islamismus gelten, den Salafismus, den Wahhabismus? Alles Ausprägungen, die dem Verfassungsschutz mehr als nur Kopfschmerzen bereiten. Christentum ohne Bibel ist nicht denkbar, Islam ohne Scharia allerdings auch nicht. Die Scharia ist die wichtigste Rechtsquelle des Islam. Gehört deshalb auch die Scharia zu unserem Land? Kann sie jemals Teil unserer Rechts- und Werteordnung werden, obwohl es unübersehbare Widersprüche gibt? Ich meine, nein. Die Muslime, die in unserem Land leben, zu einem großen Teil sind sie auch in Deutschland geboren. Sie gehören zu uns, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft. Deswegen hat ja Horst Seehofer recht, wenn er sagt, die Muslime, die unter uns leben, sie gehören zu uns. Diese Debatte wird jetzt genauso enden wie vor Jahren. Der eine vertritt jene Haltung und der andere eine andere. Die Kontroverse wird bleiben. Man könnte auch einmal Hand in Hand Christen und Muslime eine andere Frage diskutieren. Wäre es nicht toll, wenn Christen und Muslime Hand in Hand gemeinsam dafür kämpfen würden, dass die Christen in islamischen Ländern endlich genauso viel Religionsfreiheit genießen können wie die Muslime bei uns?